Ja, mittlerweile Cinque Terre verlassen, sind 260 Kilometer weitergefahren. Entgegen unseren bisherigen Plänen haben wir es echt bis an Gardasee gebracht. Ja, wir sind jetzt hier in Sirmione, hier ist natürlich der pure Tourismus wieder, aber da gucken wir uns jetzt zumindest mal diesen Ort hier so ein bisschen an. So, den Gardasee haben wir jetzt auch hinter uns gelassen. War auch klar, dass wir hier nicht so viel Zeit verbringen würden. Es ist einfach mal überlaufen. Es ist zwar alles schön hier, aber man fühlt sich schon eher wie in Deutschland als wie in Italien. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Cisano, zum Ölmuseum noch. Und fahren von da aus noch weiter eine Bergkapelle angucken. Und dann wird es aber auch schon schnell wieder Zeit, uns ein Nachtlager zu suchen. Mal sehen, wo wir heute die Nacht verbringen. Wir sind hier an diesem Kloster, dieser Kirche. Santa Madonna della Corona. Das liegt hier schon in den Alpen. Ich blende euch mal ein Foto ein. Das ist so eine Kirche, die in einen Steilhang gebaut ist. Sehr beeindruckend anzusehen. Allerdings auch mit viel, viel Lauferei verbunden. Aber lohnt sich? Definitiv. Ja. Und wir laufen jetzt wieder hoch. In den Touristenmonaten fährt hier wohl auch ein Bus. Für 1,80 pro Strecke. Pro Person. Ja. Wir hatten das Glück, hier ist niemand. Nichts los. Beeindruckend. Konnte ein paar Fotos machen. Moin. Ja, nach einer eigentlich recht ruhigen Nacht, obwohl es neben der Bahnlinie war. Gestern Abend, also wir waren ja noch am Gardasee, ne, und sind ja von da aus noch zu dieser Bergkirche gefahren. Haben uns dann überlegt, alles klar, jetzt fahren wir noch zum Lago di Sorapis und wandern da auch noch. Bis dahin sind es aber noch 300 und ein paar tote Kilometer. Dann übernachten wir irgendwo in Bergen. Da wären wir ja so um 23 Uhr angekommen, wir hatten einfach keine Lust mehr und wir hatten Hunger und so. Und da haben wir halt irgendwo übernachtet. Und ja, sind dann jetzt weiter und sind natürlich jetzt tagsüber, ist es sowieso viel schöner, mitten in den Bergen. Einfach wunderschön. Wir haben zwar jetzt auch noch 3 Stunden Fahrt für nur 140 Kilometer, weil das halt alles Serpentinen und so sind. Aber das macht auch Spaß und das bietet dann auch solche Panoramen hier. Wir fahren jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, wann wir da heute ankommen, ob wir da heute noch hinwandern und so, weil uns läuft jetzt auch ein bisschen die Zeit weg, wenn wir uns zum Schluss nicht hetzen wollen. Wir haben schließlich noch mehr als, oder wir haben noch 1000 Kilometer bis nach Hause. Das ist mit dem Wohnmobil eine ganz schöne Strecke. Das geht nicht so schnell wie mit dem Pkw. Ja, mal wieder eine kleine Planänderung, aber natürlich eine gute, sonst hätten wir die Pläne nicht geändert. Wir sind jetzt über den Passo di Giao gefahren oder so ähnlich. 2236 Meter, ihr seht da auch Wohnmobil. Da bleiben wir auch diese Nacht. Hier ist es einfach mega geil. Mega geile Aussicht, geiles Wetter. Es ist sogar warm, wird heute Nacht mit Sicherheit knackig kalt, aber wir haben eine Heizung. Zur Not im Wohnmobil. Und ja, ist einfach total geil hier. Und von hier aus sind es noch 40 Minuten, dann stehen wir morgen was früher auf und fahren dann direkt zum Lago di Sorapis und wandern dann und treten danach dann wirklich die direkte Heimreise an. Das ist dann unser letzter Punkt auf dieser Reise. Und weil wir hier so eine geile Aussicht haben und
es einfach chillig ist, bleiben wir jetzt heute den Rest des Tages und für die Nacht hier. Und ja, guck mal hier. Mega gierig. Es ist ein geiler Urlaub gewesen und ich hoffe, dass ihr mit meinen Videos hier auch so ein bisschen was von diesem Feeling mitbekommen habt. Moin Leute, wir haben Freitag und unser letztes Ziel für diese Reise steht an. Wir haben uns vorgenommen, zum Lago di Sorapis zu wandern. Sind so 1,5 Stunden wandern, 2 Stunden, irgendwie sowas. Schauen wir mal. Ist hoffentlich nicht so anspruchsvoll. Wir sind ja beide keine Profi-Wanderer. Also bis jetzt haben wir ungefähr die Hälfte der Strecke zum Lago di Sorapis gewandert. Und das ist auch für Anfänger überhaupt kein Problem. Festes Schuhwerk, sinnvoll, viele Steine, sehr unebener Weg. Aber auch Turnschuhe gehen. Wir haben jetzt irgendwie 14 Grad oder so. Das ist sehr angenehm zum Wandern. Ja. Und man wandert hier durch schönste Natur, teilweise an Steilhängen lang, teilweise aber auch einfach nur durch den Wald. Und ist einfach toll. Wirklich toll. Ich bin mal gespannt, wie steinig im Wortsinne der restliche Weg noch wird. Bisweilen geht es hier allerdings recht steil berghoch, auch über längere Strecken. Also, dieser Weg zum Lago di Sorapis, wir sind immer noch nicht da, der sich anfangs als leichter Wanderweg entpuppte, wird hinterher richtig steil, unwegsam, bis hin zu leichten Klettereinlagen. Ganz leicht. Man sollte zumindest so ein bisschen gut zu Fuß sein und genügend zu trinken mitnehmen. Und wenn man bei Sonnenschein losgeht, ist eine kurze Hose und oder ein Funktionshemd und so auf jeden Fall sinnvoll, wenn man doch sehr ins Schwitzen kommt. So, wir haben es geschafft. Aber, guck mal, wenn ihr hier hinläuft, besser im Frühjahr. Hier sieht ganz schön kacke aus. Nicht wie auf den Bildern. Also dafür hat sich die Anstrengung auf jeden Fall nicht gelohnt. Auch wenn die Aussicht nicht schlecht ist. Hier oben ist eine Hütte. Da probieren wir jetzt mal, ob wir da ordentlich was zu essen kriegen. Und ein schönes Hefeweizen, um Energie zu tanken. Ich habe laut meiner App knappe 10.000 Schritte nach hier gemacht. Und 1.700 Kalorien verbrannt. Ja, da muss man wieder ein bisschen Energie dazu führen. Was mir aber gerade noch einfällt, wenn ihr hier hochgeht und ihr wollt hier was essen und trinken, nehmt Bargeld mit. Hätte man auch selber drauf kommen können. Also wir haben unser letztes Bargeld zusammengekratzt, hat gereicht. Aber die nehmen hier oben keine Karten. Komisch. Internet ist super hier. Krasse Typen, ey. Wir sind fast zurück am Wohnmobil. Also wir haben jetzt vielleicht noch 1 Kilometer. Einen relativ ordentlichen Weg. Kommt uns gerade ein Typ entgegen. Fragt nach dem Feuerzeug, weil er wollte sich einen rauchen. Ich habe gesagt, ne, tut mir leid, beide Nichtraucher. Ich sage, viel Spaß. Sagt er, ist das der Weg zum See? Mhm. Ich sage, 5 Kilometer hoch. Ne,
Und dann zeigt er auf einen anderen Berg gegenüber, viel höher, und sagt, er war heute Morgen da ganz oben. Ich gucke ihn an. Guck mal hier, der da. Kann man das sehen? Kann man nicht sehen, schade. Ich sag, wie, nee. Er so, doch. War ich ganz oben? Auf der Spitze, sag ich? Ja, auf der Spitze. Er hat gedacht, hinter dem Berg wäre der See. Wollte über den Berg drüber. Guck mal. Geiler Typ. Ja, musst du einfach mal machen. Bam! 6 Teile und der Trip ist schon wieder rum. Ich hoffe, euch haben alle 6 Teile gefallen. Und ihr lasst mir ein Abo da, hier und da. Denn nach diesem Video kommt noch ein Italien-Video. Diesmal aber mit einem Fazit und Statistiken zum Trip. Also Kosten, Kilometer, was wir verbraucht haben und so weiter und so fort. Und nach diesem Fazitvideo geht's weiter mit einem Video von unserem Normandie-Trip. Wir waren ja über Halloween wieder mal in Frankreich und haben diesmal die Normandie bereist. Leider nur eine Woche, definitiv zu kurz, aber auch davon wird es ein schönes Video geben. Wahrscheinlich auch nur eins. Ich muss mal gucken, ob ich das gut in ein Video reingefasst kriege. Da dürft ihr natürlich dann wieder nicht vergessen einzuschalten. Also, bleibt mir treu, wir sehen uns.